Jetzt sind sie unterwegs, 4x200 Meter Staffel der Frauen. Auf der Außenbahn, das ist die Staffel der LG Olympia Dortmund. Auf der 2, starker Beginn durch die deutsche Hallenmeisterin über die 200 für Hamburg. Lea Kimpel für Dortmund, Nina Baum für Hamburg. Die LG Stadtwerke München und die LG Olympia Dortmund. Das sind die ersten beiden hier. Die LG Stadtwerke München im Ziel, dann Dortmund, Hamburg, Köln, Wattenscheid und die Stadtgemeinschaft Waldorf-Dielheim-Eppelheim. Und auf geht's für den zweiten Zeitenlauf. Jetzt fällt die Entscheidung über 4x200 Meter. Leverkusen auf der 4, Sindelfingen auf der 5, außen der SCC Berlin. Und der erste Wechsel. Pia Ringhofer für Sindelfingen, Ann-Kathrin Hofen für Leverkusen. Außen 400 Meter Siegerin Skadi Schier für den SCC Berlin. Und dann geht es auf die letzte Runde mit den Schlussläuferinnen. Melanie Böhm übernimmt für Sindelfingen. Rebecca Leslie Babylon für Leverkusen. Und 400 Meter Finalistin Alisa Schmidt für den SCC Berlin. Die letzten Meter Sindelfingen, Leverkusen und Berlin. Und starker Schluss von Alisa Schmidt. Der SCC Berlin gewinnt den Lauf. Und damit heißen die deutschen Hallenmeisterinnen Viola John, Tina Benzinger, Hanna Fleischmann und Amelie Sophie Lederer die LG Stadtwerke München. Applaus